Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in diesem neuen Star Stable Online Video. Heute kaufe ich mir mein zweites Weihnachtspferd und zwar auf mein dritter Account Nala Rainbow. Und ich habe dabei Dragon Blaze. Er war letztes Jahr mein Weihnachtspferd auf diesem Account. Und dieses Jahr möchte ich mir natürlich ein anderes Pferd kaufen, was ich zu Weihnachten so reiten werde. Und ich habe mich noch nicht entschieden, welches ich mir kaufen werde, aber ich bin mir sicher, dass es ein Finnpferd werden wird, aber ich weiß noch nicht welcher, also ich mache einen kurzen Cut, suche mir einen aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mich für den hier entschieden. Ich finde ihn mega, mega knuffig und ja, jetzt wird die nächste Challenge sein, einen schönen Namen zu finden für den Kleinen. Und ich weiß nicht, ob es eine Stute oder ein Hengst wird. Auf jeden Fall hat das Finnpferd 4 auf Stärke, 2 Disziplin, 0 Geschwindigkeit und Ausdauer und 1 auf Agilität. Einschränkungen ab Level 6 und sie kosten 850. Wir suchen uns jetzt einen Namen aus und es soll ja winterlich aussehen und also sein. Und ja, das wird jetzt nicht so leicht werden. Ich habe mich für Nordnova entschieden. Und zwar heißt das Nordstern oder sowas in der Art, denn Nova ist so, wenn etwas auf einem Stern explodiert, ich weiß es nicht mehr so genau, aber es hat mit Sternen zu tun, also Nordstern. Und ja, ich find's süß und Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Wir sehen uns gleich wieder im Stall. So, da ist sie, meine kleine Nordnova, und am Ende ist sie doch eine Stute geworden. Und ja. Ich finde sie mega knuffig. Lass mal kuscheln, Kleine. Oh, wir schauen uns schnell die Animationen an. Ja, dann machen wir es halt so. So, Hufe auskratzen passt ungefähr. Füttern, die Luft ist lecker. Auf das Wasser hat sie auch keinen Bock. Und Bürsten passt. Ai. Ja, ich möchte mir unbedingt ein Weihnachtsoutfit kaufen oder zumindest zusammenstellen. Und ja, also würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mir ein Outfit zusammengewürfelt habe. So, das ist jetzt mein Outfit. Es passt nicht wirklich ganz zusammen, aber ich finde es schon passend zu Weihnachten. Also so ein bisschen kuschelig, wuschelig. Und ja, auf jeden Fall ist das mein Set. Es ist nicht alles Chumpy-tauglich, wie zum Beispiel die Mütze ist vom diesjährigen Adventskalender. Und die Weihnachtsweste ist auch nicht Chumpy-tauglich, aber der Rest ist eigentlich alles Chumpy-tauglich. Ja, auf jeden Fall habe ich die Schneestöber-Beanie von diesem Jahr im Adventskalender. Weihnachtsweste, Wintergrüße-Hose vom letzten Jahr, Hirschmaske,
die sportliche Bio-Freizeit-Handschuhe und die Sahne-Karamell-Stiefel. Und dann habe ich den Sahne-Karamell-Sattel, Trense und Satteldecke. Ich habe keine Hufeisen im Moment drauf, aber das ist jetzt auch kein Problem. Und ja, das ist das Fellpferd. Das ist das erste, was ich mir je gekauft habe. Und wir schauen uns jetzt die Gangarten zusammen. Das ist der Schritt. Ich finde es sehr hübsch gemacht. Ich finde diese Pferde eigentlich mega hübsch. Aber ich wollte extra bis heute warten, mir einen zu kaufen. Und diese Farbe wollte ich mir eigentlich nie kaufen, aber eben, als ich sie genauer angeschaut habe, dann habe ich mir so gedacht, die ist aber doch schon süß. Die gefällt mir. Und ja, deswegen habe ich sie mir jetzt gekauft. Dann der Trab. Oh, hübsch. Wie der Schweif und die Mähne, der Schopf. Alles mit wackelt. Oh, die Mähne ist mega gut. Schaut mal, wie sich alles bewegt. Oh, wow. Dann noch ein bisschen schneller. Alles mega hübsch. Gefällt mir sehr. Die Gangarten bis jetzt. Es ist nur komisch, so also der Popo hinten. Das geht ziemlich gerade runter. Aber ich finde, das ist kein Problem. So, ein bisschen schneller. Sehr kräftiges Pferd, da sieht man es. Oh super, da hat jemand das Tor aufgemacht. Das ist ja mal nett. Ich finde es mega hübsch. Dann noch ein bisschen schneller. Ich finde es mega hübsch. Ja. Die Aufnahme wurde einfach so unterbrochen. Ich weiß auch nicht wieso, aber mein Aufnahmeprogramm ging plötzlich nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, wo ich stehen geblieben bin. Also ja, auf jeden Fall das schnelle Stoppen und rückwärts richten. Sehr hübsch. Es schaut ein bisschen nach hinten, aber nicht zu extrem. Und zu guter Letzt das Steigen. Oh, ich finde es mega gechillt. Mega hübsch. Oh mein Gott. Ich bin so in love mit diesen Pferden. Obwohl mich sehr viele Farben vom Finnpferd nicht wirklich inspirieren. Aber wenn alle so sind wie diese Farbe hier, die ich am Anfang nicht wollte, dann habe ich ein kleines Problem. Ja. Dann das Springen. Oh, hübsch, wie es runterkommt. Das ist ja fantastisch. Vielleicht schaffe ich das jetzt, es in ein Foto einzumachen. Ja, nee. Okay, das sieht ein bisschen belämmert aus. Oh, schade, dass man es nicht so. Ah, gut. Es sieht so aus, als ob es buckeln würde. Ja, auf jeden Fall noch ein bisschen schneller. Boah, ich finde es so hübsch. Und noch ganz, ganz schnell. Hoppala, Zaun. Und ja, ich würde mal sagen, ich begebe mich wieder in die realen Welt und zeige euch dann bei einem Friseur die Frisuren vom Finnpferd. So, da sind wir und wir schauen uns einfach mal die Mähnen an. So, die kurze Mähne sieht eigentlich ganz hübsch aus. Oh, ich find's süß. Ich stelle einfach das Menü hier hin. Oh, ich find's hübsch. Komisch, aber wahr. Es macht ihn, also sie sehr hängstlich. Aber ich finde das gar nicht so schlecht. Ja, der Schweif ist halt das Problem, ne? Wie immer. Dann haben wir die Zöpfchen, die sehen auch hübsch aus. Oh, süß. Ein kleines Dressurpony. Und der Schweif.
Ist akzeptabel. Das geht noch. Diese Mähne gefällt mir so gar nicht. Nee, aber der Schweif ist akzeptabel. Joa, dann diese Mähne hier. Na, ich mag sie nicht. Das ist die Anfängerpferde-Frisur, glaube ich. Ich bin mir da nicht sicher. Dann haben wir die Stehmähne. Finde die nicht mal so prickelnd, nee, also ich würde mal sagen, ich bleibe zuerst mal bei der normalen Mähne. Und ja, jetzt verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Denn bis zum 25. Dezember kommen jeden Tag Videos. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch morgen dabei. Und bis dahin, macht's gut. Bye, bye.